Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Bei mir wurde ja öfter schon mal angefragt, ob ich nicht mal die eine oder andere Partie analysieren möchte von einem, der mich angeschrieben hat. Und ich hatte das schon mal vor langer Zeit geplant. Ich weiß, dass auch noch irgendwo zwei Partien auf meinem Computer irgendwo sich verstecken, die ich eigentlich auch noch analysieren möchte, es aber nie geschafft habe. Und ich denke mal, jetzt versuche ich das mal nachzuholen. Und ich werde das immer in Paketen machen, habe ich mir überlegt. Also pro Video drei Partien, die ich vorstelle und versuche vielleicht ein bisschen zu analysieren, so gut es halt geht. Ich habe sie mir vorher nicht groß angeguckt. Ich mache das jetzt im weiteren Verlauf. Und ich werde dann unten in der Beschreibung dann ein Inhaltsverzeichnis geben. Los geht's mit Skydrax, der mir eine Partie zugeschickt hat, der praktisch jetzt auch der entscheidende Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche das mal, mal sehen, ob es klappt. Und wer vielleicht auch eine Partie mir schicken möchte, damit ich was lernen kann, der macht das am besten über eine Nachricht bei YouTube, nicht direkt in den Kommentaren, ich glaube, das wird zu viel. Oder bei Facebook würde natürlich auch gehen. Bei Twitter wird es, glaube ich, ein wenig knapp mit den Zeichen. Alles klar, dann möchte ich jetzt anfangen. Vielleicht nochmal hier noch das Inhaltsverzeichnis kurz, ganz schnell. Skydrax als erstes, dann eine Partie von, St ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche, ist nur ein F, Stefe. Und da ich zurzeit nur zwei Partien habe, die ich rausgesucht habe, beziehungsweise die ich noch gefunden habe aus den letzten Wochen, gibt es ganz zum Schluss noch eine Partie von mir aus einem Turnier, das ich letztens gespielt habe. Alles klar. Hier also Skydrax gegen einen Gegner, er mit Weiß, unser Gegner zufälligerweise mit Schwarz. Gut, wollen wir mal schauen. Er beginnt mit D4, finde ich schon mal recht sympathisch. Springer F6 wird gespielt, C4 und G6. Nach Springer C3 spielt der Gegner D5, also Grünfeld indisch. Die Idee des Schwarzen ist dahinter ja immer, Weiß ein Zentrum zu geben und das dann später anzugreifen. Besonders der Läufer auf G7 kann sich dadurch als sehr hilfreich erweisen. Auf jeden Fall, er spielt den Läufer auf G5. Ich weiß gar nicht, wie weit das Buch ist. Gucke ich mal in mein Buch. Läufer G5 ist drinne. Okay. Und dann ist Theorie Springer E4 oder Läufer G7. Der Gegner spielt C6. Und damit hat mein Buch auch schon das Ende erreicht. Ist nicht besonders groß, aber die Hauptzüge hat es immerhin drinne. Ja, Springer E4. Da würde mich interessieren, was du dann spielst. Wahrscheinlich nimmt man den Bauern einfach raus. D schlägt E4. Und ja, man kann damit D2, glaube ich, versuchen, irgendwann mit der Idee Läufer H6 zu spielen. Ich glaube, was sagt die Engine? Leicht besser für Schwarz. Vielleicht schon wegen diesem Bauern? Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall denke ich mal, kann man hier noch ganz gut spielen als Weißer. Aber so kam es ja nicht. Ich empfehle auch eigentlich nicht Läufer G5. Den Zug gefällt der Computer auch nicht wirklich. Ich würde eher den Bauern nehmen und dann einfach das Zentrum besetzen und dann soll mir Schwarz zeigen, wie gut er das attackieren kann. Das wäre dann die Hauptstellung für meine Variante. Und dann gefolgt mit Läufer C4, Läufer E3, Springer E2, F3 vielleicht, Turm B1. Und dann darf sich Schwarz erstmal aussuchen, was er machen möchte. Gut, zurück zur Partie. Nicht zu viel Zeit hierfür. C6 auf jeden Fall. Und ja, jetzt gibt er den Läufer schon weg. Gibt Schwarz dafür natürlich den Doppelborn. Ob das jetzt so geeignet ist, ich meine, dieser Bauer auf F6, der kann ganz wichtig werden, wenn jetzt Springer F3 gezogen wird. Die Felder, die fehlen dem Springer. Ich würde da, glaube ich, erst einmal warten, den Springer zu nehmen, das Läuferpaar so weit wie möglich noch behalten. Und ja, was hätte ich gemacht? Vielleicht E3. Vielleicht. Vielleicht geht auch Springer F3 oder C schlägt D5, um vielleicht wieder in
bekannte Systeme mit E4 reinzukommen, obwohl ich die Auswirkungen des Läufers auf G5 nicht so gut abschätzen kann. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, also rausnehmen. Ich glaube, damit würde ich noch warten. Auch wenn es dann Doppelbauern geben würde. Na, schauen wir mal weiter. Läufer schlägt, E schlägt und E4. Ist natürlich hübsch, das Zentrum. D schlägt E4. Springer schlägt E4. Und F5. Okay, da wird er schon vertrieben. Ich schaue nochmal zurück. E4. War das wirklich ein guter Zug? Dem Computer gefällt es nicht so wirklich. Auch hier wieder C schlägt D5 erst. Oder, ja, Springer F3 wäre, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber E4 scheint noch natürlich zu sein. Obwohl, wenn er nimmt und der Springer nimmt, da hat man den Springer in der Öffnung zweimal gezogen. Ob das hier so relevant ist, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall hier Läufer G7 durch den Gegner. Den Bauern, wie er es macht, hätte ich, glaube ich, noch nicht so früh gezogen. F5 folgt, weil der Läufer, der ist einfach eingesperrt, aber das ist ja auch nur der Gegner. Gucken wir weiter auf Weiß. Springer C3, ich denke mal, das ist der richtige Zug. Dame E7 ist interessant. Läufer G7, okay. Kann man sich entscheiden, wie rum man das haben möchte. Jetzt geht die Dame dazwischen. Ja, gut, wenn die Damen vom Brett sollen und wenn man so spielen möchte, ist das natürlich gerechtfertigt. Aber man muss bedenken, Schwarz hat diesen Läufer auf G7, der über die ganze Diagonale geht und er hat keinen Gegenspieler auf den schwarzen Feldern. Der weiße, schwarzfelderige Läufer fehlt einfach. Gut, die Damen kommen vom Brett. Der Springer entwickelt sich. Ich glaube, das ist besser mit dem Läufer zu nehmen und nach Läufer G7 in die große Rochade zu gehen. Der Springer, der kommt nach F3 auf sein natürliches Feld und kann dann vielleicht auf G5 und auf E5. Ja, auf E2, ja, wo kann er dahin? Nach G3. Nach G3 hat er wenig Felder, weil das Feld E4 blockiert ist. Das Feld H5 ist blockiert durch die Bauern. Könnte vielleicht nach C1 und nach D3, aber das dauert ziemlich lange und der Bauer muss ja auch irgendwie gedeckt werden. Und der Gegner spielt auch so. Läufer G7. Jetzt ist der Springer erst einmal an den Bauern gebunden. Die große Rochade ist, denke ich mal, richtig. Schlägt der Computer vielleicht noch was anderes vor? H4. Okay, H4 mit der Idee, vielleicht H5 zu spielen oder den Turm nach H3 zu führen, um auf der dritten Reihe zu walten. Ist natürlich auch immer eine Idee, wenn man sich schwer tut mit der Rochade, den Turm einfach so zu entwickeln und den König erst einmal nicht auf diesem Flügel dann zu rochieren. Okay, beide Seiten rochieren. G3 wird gespielt, um den Läufer zu entwickeln. Springer D7, Läufer G2, alles normal. Turm B8. Sieht komisch aus. Turm E8 ist, denke ich mal, besser vom Gefühl her. Einfach die offene Linie besetzen. Ja gut, Turm B8 scheint mir eher wie ein verschenktes Tempo zu sein, was auch sein nächster Zug beweist. Turm H1 und ja, das ist ein richtiger Zug. Offene Linie besetzen. Springer B6. Zieht den Turm nach B8, um eventuell B5 zu spielen, aber dann blockiert er dieses Vorhaben mit dem eigenen Springer. Also das finde ich jetzt nicht so gut. B3 kommt. Ja, C5 schlägt der Computer vor, aber als Mensch dem Computer, den Gegner dann das Feld auf D5 zu überlassen, eventuell. Ich glaube, noch geht's ja nicht. Doch, hätte man vielleicht spielen können. Wo geht der Springer hin? Nee, nicht dahin, da verliert man einen Bauern. Springer C4. Und dann sofort D5 durchdrücken. Da hat man das Problem des zurückhängenden Bauern nicht mehr. C schlägt, Läufer schlägt und ich denke mal, man hat zwei offene Linien für die Türme. Man kann einfach ziemlich zufrieden sein, denke ich. Ja, auf Läufer E6, Springer F4. Entwicklung, bloß nicht tauschen. Wenn man nicht tauschen muss. Oder geht's hier vielleicht? Nee, wenn man nimmt, dann ist man, denke ich mal, zu langsam. E5. Ja, und Schwarz hat ein schönes Zentrum. Das wird komplizierter. Zurück zur Partie. Läufer D7. C5. Jetzt kommt er. Gut. In der Reihenfolge macht das natürlich
natürlich genauso viel Sinn. Erst B3 nimmt dem Springer natürlich das Feld auf C4. Springer 8, D5. C schlägt, Läufer schlägt. Aber der Unterschied zwischen der Version, wo der Bauer noch auf B2 steht, ist halt, dass dieser Springer auf C3 ein bisschen mehr in der Luft hängt. Der Springer darf nicht bewegt werden, sonst hängt er einfach. Das ist halt vielleicht das kleine Manko an diesem Zug B3. Die schwarzen Felder werden hier halt ein bisschen schwächer. Gut, Läufer E6 wird gespielt. Springer D4. Soweit ich sehe, ist das ein ordentlicher Zug. Springer F4 geht ja nicht, weil der Springer auf C3 hängen würde. Also Springer D4, Springer C7, Springer DB5. Ich glaube, ich hätte einfach mal hier rausgeschlagen. Gefolgt von F schlägt E6. Und ja, der Computer sagt Springer CB5. Aber auch F4 sieht gar nicht mal so verkehrt aus, damit dieser Bauer zurückhängt und halt immer eine potenzielle Schwäche ist. Oh, Turm BC8 schlägt der Computer vor. König B1. Boah, König B1, warum nicht? Runter von der halboffenen Linie. Nicht auf ein schwarzes Feld treten, weil das durch den Läufer vermint ist. Sieht auch ganz in Ordnung aus. Aber man muss auch nicht F4 spielen. Man kann es natürlich wie der Computer machen. König C2 spielen, Turm E2, Springer CB5, was er alles vorgeschlagen hat. Hier Springer CB5 vielleicht mit der Idee auf D6 Fuß zu fassen. Ist natürlich auch hübsch. Na gut, gehen wir zurück zur Partie. Springer D4, Springer C7, Springer DB5. Ich glaube, das ist der falsche Springer. Na gut, geht ja nicht, der Läufer hängt ja. Aber eigentlich würde ich lieber diesen C-Springer nach B5 entwickeln, weil dieser Springer halt durch den Turm gedeckt ist und der hier halt nicht. Deswegen wäre, glaube ich, der Tausch auf E6 einfach, wie gezeigt, besser. Springer DB5, Springer schlägt, Springer schlägt. Und jetzt hat Schwarz natürlich zwei Läufer gegen die Springer. Jetzt kommt es darauf an, für die Springer gute Felder zu finden. Erst einmal Turm FD8 ist der richtige Zug. Auch das aus dem Bauch heraus. Springer BC7. Tja, also zurzeit stehen die Springer gut. Gegen vielleicht Springer D6. Aha, da habe ich überhaupt nicht hingeklickt, aber okay. Ein Läufer F8 wäre hier vielleicht noch eine Überlegung wert, wie schmerzvoll das ist. Ich glaube, das ist gar nicht mal so angenehm, obwohl es hier natürlich Taktiken gibt. Ich denke mal, sowas ist relativ unschön. Schach und der Turm würde hängen. Aber der Computer schlägt auch Springer C7 vor, also noch Läufer F8, Springer C7, auch das sieht ganz in Ordnung aus. Die Springer, die sind hier vielleicht den Läufern sogar leicht überlegen. Muss ich traurigerweise auch mal zugeben. So, Springer C7 wird gespielt, Läufer schlägt D5, Springer schlägt D5, König F8. Und jetzt F4. Der Springer hier auch für D5 ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Wenn der dort richtige Felder findet, dann ist er wirklich mächtiger als der Springer. F4. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, die Bauern auf die Farben des gegnerischen Läufers zu stellen, damit er etwas mehr eingeschränkt ist. Aber in dem Fall war es scheinbar nicht so gut. Ich glaube, sich so aufzubauen, ist, glaube ich, vielleicht besser in Zukunft. Vielleicht mit H5 hier eine weitere Verdoppelung der Bauern anbieten. So gibt es natürlich auch viele Felder, die man besetzt hat. Aber dem Computer, dem gefällt Turm E2 mit der Idee, die Türme zu verdoppeln, denke ich. Ich mache mal einfach mal einen Zug für Schwarz. Spiele ich mal diesen hier. B4 erstmal den Bauern decken. Turm D6 geht, weil der Bauer gefesselt ist. König B1. Turm E6. Ja, das sieht alles in Ordnung aus. Turm ED2. Türme verdoppelt. Hat zwar ein bisschen gedauert.
Aber jetzt ist der Springer auf jeden Fall richtig fest und das ist wirklich dann eine Heidenarbeit für Schwarz, den dort wegzukriegen. Gut, F4 wird gespielt, nicht der beste Zug. B4 deckt den Bauern, B6. Ja, genau aus dem Grund, jetzt geht nämlich den Bauern verloren. Also da muss man schon entgegenwirken und Turm E2 vielleicht nochmal. Hat natürlich auch die Möglichkeit, nicht nach C2 zu überführen und von dort dann den Bauern zu decken. Also, ja, also die Fessel, die jetzt aufs Brett kommt, des Bauern nach B6, die ist schon stark. Und dort eine richtige Antwort zu finden, das ist natürlich nicht leicht. Ja, Springer E7 ist leider scheinbar der entscheidende Fehler. Auch hier wird wieder Turm E2 vorgeschlagen. B schlägt C5 und B5. Halt diese Bauern nicht nehmen. Diese Linie ist für den Turm jetzt zu. Und vielleicht kann man sich in Zukunft mit A4, A5 und B6 einen Freibauern bilden und dann noch ein bisschen Gegenspiel am Damenflügel bekommen. Aber das täuscht natürlich nur ein bisschen darüber weg, dass Schwarz jetzt einfach einen Bauern mehr hat. Natürlich, die sind immer noch verdoppelt. Aber auch der Läufer wird jetzt immer stärker, weil er jetzt hier auch im Notfall ein schönes zentrales Feld hat. Ja, Springer E7. Turm schlägt D1. Ist natürlich jetzt erzwungen, dass der König nimmt. Wenn der Turm nimmt, dann hängt der Springer einfach. Turm D8 sagt Schach, König C2. Jetzt wird der Bauer genommen, der Bauer nimmt zurück und Turm E8 setzt in eine hübsche Fessel. War das noch irgendwie zu verhindern? Turm D8. Nicht wirklich so, wie es aussieht. Hier war es, glaube ich, schon um den Springer geschehen. Dort auf E7. Die Fessel, die jetzt kommt, die ist einfach zu stark. Und hier scheint es keine Lösung mehr zu geben. König C2, B schlägt C5. Oh, doch, hier gab es nochmal eine Idee. Springer C6. Rettet den Springer. Turm D7 und B5 wieder mit der Idee, A4, A5 zu spielen. Also das wäre vielleicht nochmal eine Idee gewesen. Jetzt, wo er den Bauern genommen hat. Eigentlich hier sofort Turm E8 und dann wäre es entschieden gewesen. Aber durch diesen Zwischenzug, pardon, eins zu weit, hatte Weiß, also Skydrax, hier nochmal die Chance. Okay, es geht weiter nach B schlägt C5. Mit Springer schlägt G6, letzter Strohhalm, aber die Partie ist danach entschieden, weil das Endspiel mit Läufern mehr natürlich einfach gewonnen ist für Schwarz. Da kann sich Weiß leider drehen und wenden, wie er möchte. Jetzt fällt auch der Bau auf C5 demnächst und jetzt folgt die Aufgabe. Tja, wo gab es den Knackpunkt? Ich glaube, F4 war entweder zu früh oder einfach nur fehl am Platze. Wie gesagt, H4 wäre meine Intuition oder halt Türme verdoppeln. Beziehungsweise vielleicht, was könnte man auch machen? Ah, ich würde die Türme verdoppeln, glaube ich. Das wäre mein Plan. Natürlich muss man aufpassen, dass der Läufer nicht nach H6 geht und dann Turm und König aufspießt. Das muss man natürlich verändern, ist natürlich in der Situation noch nicht so dramatisch. Ja, F4 und Schwarz bekommt langsam die Initiative. Da geht einfach ein Bauern verloren. Also Turm BC8, B4 und B6, das ist vielleicht nicht leicht zu sehen, aber das hätte man verhindern müssen. Und dann ist die Stellung mit diesem Springer im Zentrum auch relativ haltbar. Beziehungsweise gut spielbar für Weiß. Okay, ich würde sagen, ich gehe zur nächsten Partie und wir sehen uns dann gleich. Und hier haben wir die Partie von Stefe. Er mit Schwarz, deswegen drehe ich das Brett. Okay. D4 wird gespielt. Auch hier sehr sympathisch von Weiß. D5, C4, E6, Springer C3. Alles noch Theorie. Läufer B4.
Ja, genau wegen solchen Zügen spiele ich als Weißer eigentlich immer gerne erst Springer F3. Aber es ist halt Geschmackssache auch. Hier Läufer B4 gibt es eine Menge Theorie. Springer F3. Auch Dame B3, wie es kommt, kann gespielt werden. Die Dame so früh zu entwickeln ist, na gut, nur in meinem Sizilianer mein Geschmack, aber hier scheinbar auch spielbar, denke ich. Ich glaube, ich würde hier eiskalt den Springer einfach nehmen, wie eigentlich die Hauptidee des Schwarzen sein müsste, glaube ich. Obwohl Weiß hier vielleicht den Doppelbauern verhindern kann. Aber ich glaube, das geht auch so, indem man dann den Bauern auf die 5 geht. Aber hier möchte ich auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil hier mit der Theorie kenne ich mich nicht so gut aus nach Dame B3. Schauen wir uns mal die Partie an. Das kommt doch so. Läufer schlägt, Dame schlägt, Springer F6. Gut, Springer F3. Springer E4, greift die Dame an. Sieht alles noch in Ordnung aus. Dame C2 wird gespielt. Rochade, die Partie dauert auch gar nicht mal so lange, deswegen wird dieser Abschnitt kürzer sein als das erste Video. E3 wird gespielt. Ja. Gut, und Springer A6. Davon halte ich, glaube ich, nicht so viel, weil Weiß jetzt sich leicht entwickeln kann. Einmal hier den Bauern rausnehmen und der Schwarze ist eigentlich gezwungen, den Bauern zu nehmen, weil der Springer auf E4 hängt und dann Läufer schlägt A6. Gibt hier Schwarz unschöne Doppelbauern. Dann kommt ganz schnell die Rochade. Vielleicht ist die Stellung noch nicht so schlecht für Schwarz, aber es gibt definitiv bessere. Auch dieser Bau auf C7 ist ein bisschen zurückhängend, wenn Weiß da nicht aufpasst. Pardon, wenn Schwarz nicht aufpasst, geht der auch ganz schnell über Bord. Also Springer A6 ist nicht so gut. Und auch, wie ich hier wieder sehe, die Partie läuft in den gleichen Bahnen. Statt Springer A6, C5. Gegenangriff im Zentrum. Es ist eigentlich alles gedeckt. Wenn der Bauer hier nimmt, nimmt die Dame. B4 könnte kommen. Ja, was kann man spielen? Springer C, D7. Das sieht natürlich noch ein bisschen komisch aus. Und auch so gut scheint es nicht zu sein. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Vielleicht ist C5 ja doch nicht das Maß aller Dinge. D schlägt C5, 4, Springer D7. Den Bauern erst einmal stehen lassen. Schwarz kann ihn, glaube ich, nicht gut verteidigen. Probieren wir es mal mit B4. Dann kommt A5. Der übliche Hebeltrick. Ja, und nach B5 fällt der Bauer. Wenn gedeckt wird, dann funktioniert das Ganze gar nicht, weil der Turm hängt. Und ja, der Läufer, wenn der deckt, nee, geht auch nicht. Der Bauer hängt am Ende immer. Und dann ist die Stellung ganz gut. Die Springer wirbeln dann ein bisschen durchs Brett. Also C5 davor. Braucht man keine Angst haben. Vielleicht noch in die Richtung mal schlagen. E schlägt D5. D schlägt C5. Läufer F5. Droht unschöne Abzüge. Zum Beispiel A3 einfach mal. Zufällig Zug. Oh, pardon. Springer G3 nicht. Doch, Springer G3. Na klar. Der Turm hängt in der Ecke. Der Läufer ist gedeckt. Wenn die Dame setzt, Springer schlägt H1 und Schwarz sollte gemütlichen Vorteil haben. Wo war ich jetzt? Die Variante ufert ein bisschen aus. Ja, A3 nicht, aber dafür ein weiterer Springerzug, Damenzug und jetzt auf C5. Isolani hier zwar auf D5, aber ich denke mal, Schwarz ist angenehm entwickelt. Der Bau auf B7 ist auch gedeckt. Also ich hätte damit keine Probleme als Schwarzer. Ich würde es zumindest annehmen, diese Herausforderung. Egal, das ist ein bisschen weit weg von der Partie. Springer A6 wird gespielt. Vielleicht, wenn C5 zu aggressiv ist. Ich denke mal, man kann auch versuchen, C6 zu spielen und später E5. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn man es ruhiger haben möchte, obwohl dieser schwarze Läufer halt fehlt. Der schwarzfältrige Läufer.
Muss da ein bisschen vorsichtiger spielen. Vielleicht ist C5 wirklich das Schärfste. Gut, Löffel schlägt A6, B schlägt A6. Ja, Doppelborn. Rochade hat eigentlich übersehen, dass der Bauer hing, obwohl geht das? Oder ist die Dame dann einfach zu weit im gegnerischen Lager? Und es gibt Konsequenzen. Läufer B7. Nicht wirklich. Die Dame, die wird jetzt dann wahrscheinlich für ein paar Tempos für Schwarz herhalten. Damit C2, Turm AC8 und ja, Weiß ist fertig entwickelt. Ja, pardon, Schwarz ist fertig entwickelt und Weiß hat hier halt noch diese zurückhängenden Figuren. Also das Bauernopfer ist auf jeden Fall gut spielbar. Zurück zur Partie, Rochade, Läufer B7. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Dame und Läufer Richtung Springer, Richtung G2. Springer G5 würde schon relativ unangenehm sein und das übersieht der Weiß auch. Springer G5, Läufer A3, greift zwar den Turm an, aber der Mattangriff ist jetzt stärker. Springer schlägt F3 mit Schach. G schlägt F3. Ja, ist schon ein Fehler. Das Einzige, was noch das Matt abwehren kann, ist großer Materialverlust. König A1. Springer D4 greift die Dame an und droht gleichzeitig Matt. Noch E4 funktioniert. Aber das kann man dann getrost aufgeben, denke ich. Diese Gabel ist auch ziemlich tödlich. Läufer könnte rausnehmen. Okay, Springer schlägt. Aber wenn man durchzieht, man hat einfach eine Figur mehr. Vielleicht habe ich jetzt auch den genauesten Weg übersehen, aber das ist halt auch gut spielbar. Ja gut, gehe ich zurück zur Partie. Dort dauert es nicht mehr allzu lange. G schlägt F3, Dame schlägt F3, Läufer schlägt F8 und Dame G2 oder Dame H1 ist Schachmatt. Beziehungsweise Dame G4 ist, glaube ich, das hübscheste Matt von allen. Allerdings, Dame G2 geht natürlich auch, wie in der Partie gesehen. Und das war's dann mit dieser Partie. Gut, in der nächsten dann eine kleine Partie von einer meiner Partien, auf die ich auch relativ stolz bin. So, bis gleich. Und damit zu meiner Partie. Kurze Anmerkung vorweg. Ich habe leider das Partieformular bei meinen Eltern liegen lassen, wo ich zu Besuch war. Und diese Partie ist jetzt aus meiner Erinnerung nachvollzogen worden, lag aber schon 2 Wochen zurück. Beziehungsweise es kann sein, dass da noch ein Zugdreher drin ist, aber im Endeffekt habe ich doch alles so hinbekommen. Sollte da doch was anders sein, was ich nicht glaube, dann werde ich es im nächsten Video noch einmal zeigen. So, und in dieser Partie habe ich mit Weiß gespielt, gegen einen doch sehr starken Gegner mit 2300 Elo und ich habe begonnen mit D4, Springer F6 kam aufs Brett, C4 und E6. Gut, da kann auch alles Mögliche passieren. Was ich nicht wollte, ist in solche Systeme reinrutschen wie Springer C3 und Läufer B4. Sowas mag ich nicht. Deswegen spiele ich hier Springer F3. Gut, und es kam C5. Also Benoni. Und ja, das Einzige, was ich hier wirklich gut spielen kann, ist, den Bauern nach vorne zu bewegen. Das habe ich auch gemacht. Er nimmt, ich nehme. Und er spielt D6, damit ich nicht selber zu D6 komme und dort vielleicht einen schönen Bauern als Dorn in seine Stellung bekomme. So, jetzt folgt der Springer auf C3, wo die Festung auf B4 ja nicht mehr erfolgen kann. Er spielt G6, also der normale Standardauf. Aufbau. Und ich weiß, dass man hier mit E4 spielen kann. Läufer G7 und Läufer B5. Und der richtige Weg für Weiß ist, denke ich mal, Springer FD7 zu spielen, auch wenn es komisch aussieht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war das mit Läufer D7? Ich glaube, E5 könnte gespielt werden. Aber die Variante muss ich mir echt nochmal angucken. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich diese Züge alle her habe. Vielleicht hätte ich das vorbereiten sollen. Auf jeden Fall, so hätte ich spielen können und nach Läufer D7, ich weiß nicht, ob ich dann in der Partie
E5 sofort gezogen. Hätte vielleicht, wäre es auch noch nicht so gut, aber Läufer D3 hätte mir gefallen. Dieser Läufer auf D7, der steht nicht besonders gut. Zumindest in meinen Augen. Da muss Schwarz ein bisschen dran vorbeispielen. Springer A6 ist auch noch ein Theoriezug. Hier auf A6 würde ich nicht rausnehmen, weil Schwarz die halbe offene Linie bekommt. Ich würde, glaube ich, erst rochieren. Dann vielleicht A3, wenn dann, dass der Springer auf B4 kommt. Zieht der Springer nach C7, spiele ich A4, damit der Bauernzug nach B5 unterbunden wird. Also das nur ganz kurz. Aber diese Eröffnung als Benoni bedarf immer Auffrischung meinerseits, sonst vergesse ich da immer zu viel. Und ist wirklich eine scharfe Variante für Schwarz. Und ich mag sie nicht besonders als Weißer. Ja, geht weiter. Er spielt Läufer G7, deswegen hat er G6 gemacht. E3 statt E4 kommt von mir. Denn was auch in einigen Partien bei mir der Fall ist, dass dieses Feld auf D4 zu schwach ist. Und ich hatte auch sehr viel Respekt vor meinem Gegner. Natürlich bei der Wetzel kein Wunder. Und E3 bewirkt einfach nur, dass ich die Kontrolle über dieses Feld auf D4 behalte. Natürlich ist dieser Bauer auf D5 dann nicht so verteidigt, wenn der Bauer jetzt auf E4 stehen würde. Okay, er rochiert und H3 wird gespielt. Ich wollte, dass der Läufer von C8 so wenig Felder wie möglich hat. Ich glaube, auf Läufer F5 hätte ich auch Springer H5 gespielt, obwohl es, glaube ich, auch G4 möglich gewesen wäre. Der Läufer muss dann zurück. Ich glaube nicht, dass er nach D7 geht. Im Idealfall möchte wahrscheinlich der Schwarze seinen Springer auf E5 parken und dort für ein bisschen Verwirrung stiften. Glaube, Läufer F5 habe ich damit ausgeschlossen und H3 hat einfach nur verhindert, dass mein Springer angefesselt wird und dieser Läufer dann gegen diesen Springer abgetauscht wird. Also vorsichtiges Spiel durch mich. A6 und jetzt A4 verhindert B5. Dame A5, das fand ich schon relativ unangenehm. Ich hatte dann lange Zeit an Dame D2 überlegt, was vielleicht nicht schlecht oder beziehungsweise nicht so schlecht gewesen wäre, obwohl B5 ist dann doch relativ unangenehm. Das hätte dann erfolgreich durchgebracht. Ich kann nicht den Bauern nehmen, ansonsten hängt mein Turm. Das war der Knackpunkt, wo ich mich denn gegen diesen Zug entschieden habe. Und irgendwann sah ich dann den Springer D2 und ich habe mich dann auch erinnert, das ist ja eigentlich der beste Plan für Weiß, den Springer auf C4 zu setzen und dann gegen den Bauern auf D6 zu attackieren. Er hat jetzt zu meiner Überraschung die Dame zurück nach C7 gesetzt. Wahrscheinlich aus, ja gut, dem Gedanken Springer C4, dann muss die Dame sowieso zurück. Kann er die auch gleich zurücksetzen. Dame B4, das habe ich so in der Partie nicht gesehen, dass Turm A3 möglich gewesen wäre. Ich dachte eigentlich, Dame C2 wäre auch ganz in Ordnung. Hat aber dann nicht mehr so viel Vorteil wie Turm A3. Denn Turm A3 bewirkt, wenn die Dame einfach auf B2 rausnimmt, Turm B3. Dame leidet an Platznot. Deswegen Springer D5 zum Beispiel. Turm schlägt und Springer schlägt C3. Ja, das sollte doch ganz angenehm sein zu spielen. Hatte ich in der Partie nicht gesehen. Wenn er B4 gezogen hätte, vielleicht hätte ich daran länger überlegt. Aber er hat es wahrscheinlich schon gesehen. So, Läufer E2 jetzt von mir. Ich glaube, wie war das? Springer H5 wollte ich aus dem Spiel nehmen, dass er nicht Springer H5 spielen kann und dann F6, F5 folgen lassen kann. Dieser Läufer auf E2 steht da, glaube ich, auch am besten. Auf D3 wollte ich ihn auch nicht wirklich ziehen, weil er dann fändet, wenn dieser Springer auf D2 nochmal zieht, dass die Dame diesen Bauern nochmal unter Kontrolle hat. Und hier auf D3 wäre für den kurzen Moment auch nicht gedeckt gewesen. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Er entwickelt sich weiter, Springer BD7 und ich roch hier. Er spielt B6. Vielleicht mit dem Gedanken, irgendwann den Läufer nach B7 zu spielen und dann
diesen Bauern anzugreifen. Ungefähr um diesen Zug herum war jetzt auch mein Gedanke, welchen Zug spielst du zuerst? Lieber F4 oder lieber E4? F4 hatte auch seine Vorteile, dachte ich mir, zumindest nimmt das Feld auf E5 unter Kontrolle und ich kann später ganz leicht E4 folgen lassen. Allerdings fand ich E4 gleichzuziehen auch eine interessante Variante, was auch erstmal aufs Brett kam. Der Läufer hat dann mehr Felder und mein Springer kann vielleicht auf E3 landen. Er spielt jetzt sehr aggressiv, spielt H6, Läufer 4 und G5. Läufer G3, der einzige Zug. Und jetzt folgt Springer E8, womit er vielleicht sogar irgendwann F5 spielen wollte. Aber ich glaube erstmal, die Hauptsache war, dass dieser Läufer freigelegt ist und der jetzt über das ganze Brett schießt. Da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Wie gesagt, diese Partie ist unter Vorbehalt. Wenn hier irgendwas anders sein sollte, was auf dem Partieformular steht, gibt es dann das nächste Mal ein Update. Aber so sollte es gewesen sein. Springer C4 folgt und das ist natürlich ein schönes Feld für den Springer. Und ich denke mal, um diesen Punkt herum war ich mir eigentlich auch bewusst, dass ich gut aus der Öffnung herausgekommen bin. So, er spielt Springer E5 und ich gehe zurück mit meinem Springer nach E3, das gewünschte Feld, und dort kann er in Zukunft vielleicht auch auf F5 landen. So, jetzt bringt er den Turm in Stellung. Eventuell mit dem Gedanken, irgendwann auch B5 zu spielen. Und auch hier war ich wieder, spiele ich jetzt F4 oder lasse ich es bleiben? Mir hat nicht gefallen, dass diese Diagonale A7 G1 schwach wird. Zum Beispiel, wenn der Läufer dann hier auf D4 landen würde, dann würde dieser Springer gefesselt sein und ganz so leicht habe ich diese Stellung nicht empfunden, was der Computer hier gerne sehen möchte. Springer F5, aber der Doppelbauer hat mir nun gar nicht zugesagt, obwohl Schwarz hier wohl auch Probleme bekommt, aber C4, der Springer könnte nach D6, pardon, nach D3 und ja, F4, also das Ganze konnte ich nicht wirklich einschätzen. Wenn ich F4 spiele, G schlägt F4, ja, es mag alles spielbar sein, das stimmt, aber für mich sah das komisch aus und ich dachte, er hätte da irgendwelche taktischen Möglichkeiten gesehen. Deswegen war ich weiterhin vorsichtig, wollte diesen Springer, der doch eigentlich mein Lieblingsspringer war, der hätte immer noch nach C4 hüpfen können oder nach F5, den wollte ich noch behalten. Deswegen Dame C2 findet erstmal, dass er F5 spielen kann. Auch noch vollkommen in Ordnung der Zug. Dame E7 jetzt bringt die Dame auf die Seite des Brettes, wo wirklich High Life ist. Und jetzt spiele ich Turm A3. Einfach mit der Idee, dem Turm dann später die Möglichkeit zu geben, auf der dritten Reihe zu walten. Im Übrigen muss ich jetzt hier kurz den Ast synchronisieren, weil das Mikrofon gerauscht hat. Was ich noch kurz zeige, Springer F5, Springer D1 war meine Idee. Dritte Reihe freiräumen, Turm nach rechts, mit in den Angriff, vielleicht in Verbund mit Bauer nach F4. Was ich unterschätzt habe, ist jetzt ein Gegenspiel am Damenflügel, denn auf einmal droht B5 und auch B4 mit einer Gabel zwischen Turm und Springer. Das habe ich unterschätzt und deswegen war Turm A3 doch eher suboptimal. Gut, und es geht jetzt weiter mit F4. Ich wollte einfach die Linien jetzt doch öffnen, damit ich Gegenspiel am Königsflügel bekomme, hatte dann aber nach Springer G6 doch Angst, durch den Läufer auf D4 gefesselt zu werden. Mein armer kleiner Springer. Es macht wahrscheinlich nichts. Läufer G3 und Läufer D4. Der Springer kann einfach auf E3 leicht gedeckt werden durch Läufer F2 oder Springer D1. Beides möglich. Ich habe mich zu drastischen Maßnahmen entschieden und König A1 gespielt. Und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Originalton. Habe ich weniger Kontrolle über die schwarzen Felder und es wird definitiv anstrengend, das zu verteidigen.
Und ja, F4 war, glaube ich, schon Tick zu offensiv, wenn ich mir das nochmal angucke. Ja, damit D2 wird vorgeschlagen als Zug. Ob ich den gesehen hätte als Mensch, ich weiß ja nicht. Hier sind meine Züge auch relativ begrenzt. Vielleicht hätte ich den Turm auch zurückspielen können, hätte die Türme eventuell verdoppeln können. Aber wirklich was gegen B5, dass ich zügellang erfolgreich verhindern konnte, dagegen kann ich jetzt nichts mehr tun. Und deswegen dachte ich, ja gut, dann musst du jetzt versuchen, am Königsflügel irgendwas aufzumachen. F4, G schlägt F4, Läufer schlägt F4, ja, Springer G6 und ich habe gezögert, ich habe König A1 gespielt, der Läufer, der ist weg, Springer schlägt, Turm schlägt und jetzt kommt er am Damenflügel. A schlägt B5, A schlägt B5 und Turm A7. Das war jetzt ein Zug, der mich angenehm erfreut hat, denn der Turm, der fesselt den Springer, steht auf einmal ganz gut. Der Computer, der hätte leicht anders gespielt hier. Der hätte nach A schlägt B5 erst mit dem Springer genommen, damit diese Fessel nicht möglich gewesen wäre. Und mein Turm, dem droht jetzt keine Gabel mit dem Springer mehr, aber ich kann auch nicht mehr auf A7 und auf die siebte Reihe mit dieser Fessel setzen, was ja im Spiel dann doch relativ unangenehm wurde. Auf jeden Fall A schlägt B5, Turm A7 und B4. Greift mein Springer an, der muss zurück. Er geht erst mit dem Läufer auf D4, wo er wirklich unangenehm steht. Läufer G4 jetzt durch mich. Und jetzt geht er doch nach E5. Ich glaube, so war das. Es ist wirklich ein Durcheinander. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig hingekriegt, aber ich wiederhole es hier gerne nochmal. Das Update folgt dann. Turm F3. Und Dame H4 folgt. Und es droht Läufer G4. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Springer einfach nehme, den er da so stehen gelassen hat. Läufer schlägt, Springer schlägt und Dame E1. Schach. Nur noch der König kann, der Turm kann dazwischen und auf einmal ist matt. Das Problem war, wir befinden uns jetzt nach Läufer G4 im 28. Zug, 12 Züge noch bis zur Zeitkontrolle und ich glaube, jeder von uns hatte nur noch in etwa 5 Minuten auf der Uhr. Die Zeit wurde also relativ knapp. Also Läufer E5, Turm F3 und Dame H4. Wenig Zeit, das alles durchzurechnen. Dann hatte ich auf einmal nur noch 2 Minuten auf der Uhr und ich spiele G3. Das verkompliziert natürlich die ganze Sache. Aber er hätte hier dann die Dame opfern können und hätte dann wirklich eine angenehme Stellung erreichen können. Läufer schlägt G4, G schlägt H, Läufer schlägt F3, Schach, König G1 und jetzt kommt Springer B5 und er wird auf D4 landen und dort steht er dann sehr, sehr gut. Aber solche Züge in Zeit zu Zeitnot zu machen, das ist natürlich extrem kompliziert. Und Schwarz hat hier auf jeden Fall die Initiative. Ob ich mich hier halten kann, ist eine andere Sache. Der Turm, der ist auch ein bisschen abseits. Vielleicht hätte ich ihn auch im Spiel, wenn er es gemacht hätte, zurückgezogen nach H1. Ja, schwierig. Gucken wir nochmal zurück. Diese Kombination. Wie gesagt, nach G3 und Läufer schlägt G3 hatte er auch nur noch 2-3 Minuten auf der Uhr für 10 Züge. Deswegen habe ich das ein bisschen schneller gespielt. Turm schlägt G3, Dame schlägt G3 und Turm C7. Damit hatte ich wenigstens zwei Leichtfiguren gegen den Turm und den Bauern, was mich doch ein bisschen zufrieden gestimmt hat. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass ich hier eigentlich eine Figur hätte gewinnen können nach Läufer schlägt G3. Und zwar ganz einfach, indem ich den Läufer nehme. Und wenn der Turm nimmt, Dame G2 nutzt die Fessel des Läufers aus. Das wäre natürlich mein Highlight im ganzen Turnier gewesen, wenn ich hier eine Figur gewonnen hätte. Oder wenn Springer B5 erfolgt, den Turm anzugreifen,
Dann erfolgt auch Dame G2. König A8. Springer F5 würde sogar noch gabeln. Also es sieht nicht mehr so gut aus für Schwarz. Dame schlägt E4. Springer schlägt E3. Und ja, die Stellung bricht auseinander. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Leichtfiguren mehr, obwohl hier hinten hängt ja noch was. Das wollte ich nicht, pardon. Dame E1 Schach. Auf jeden Fall, ich denke mal, das hätte ich auch in Zeitennot über die Zeit retten können. Obwohl selbst der Computer hier sehr, sehr verzweifelt aussieht. Ja gut, und ich hätte sogar noch Druck auf den Punkt auf F7 in dieser Variante. Ja, das habe ich leider nicht gesehen, dass ich den Läufer einfach auf C8 nehmen hätte können und damit diese Linie frei machen, damit ich mit Dame G2 eine Fessel aufbauen kann. Leider nicht gesehen und so ging es in Zeitnot rasend weiter. Dame schlägt G3, Turm schlägt C7, Läufer schlägt G4, H schlägt G4, Turm BE8 greift diesen Bauern an. Und wenn er einen zweiten Bauern gewinnt, dann wird es natürlich unschön. Dame F2 von mir, mit der Idee natürlich, beziehungsweise mit der Hoffnung, mit den paar Sekunden, die mir verblieben sind, dass er einfach mal die Dame rausnimmt und ich mit meinem Springer diesen Bauern decken kann. Und ich würde eigentlich ganz angenehm stehen, wenn ich es schaffe, diese Springer zu organisieren, dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Der könnte nämlich wieder nach C4 gehen und wieder Stunk gegen den Bauern auf D6 machen. Ich wäre zufrieden. Aber er spielt Dame H3 Schach, Dame H2 und Dame F3. Nach Dame G2 nimmt er den Bauern einfach raus und hat einen zweiten Bauern für den Springer. So. Das Endspiel ist nicht leicht. Ich glaube, hier gab es eine kleine Verbesserung für ihn. Dame F4. Und ja. Dame F2. Dann zeigt der Computer 0,0 an. Also ausgeglichenes Spiel, beziehungsweise sehr unklares Spiel. Aber es ist natürlich immer noch schwierig, ob ich das hätte halten können. Mit diesem doch etwas offeneren König. Fragwürdig. Aber okay. Die Zeitkontrolle rückt näher. Dame schlägt E4. Wir sind im 36. Zug. Jetzt im 37. Zug, wo ich die Dame nehme. Ich glaube, hier waren es dann noch 30 Sekunden. Turm schlägt E4. König G2. Turm FE8. König F3. Das war mein Hauptanliegen, den König einfach so nah wie möglich ins Zentrum zu holen, damit er mitspielt, damit ich diese Bauern aufwiegen kann, die ich weniger habe. Und natürlich hätte ich irgendwas anderes gemacht. Turm D7, sag ich mal, und er spielt Turm FE8, dann droht immer hier die Herausnahme des Springers auf E3, zum Beispiel Turm D6, Turm schlägt E3, Springer, und diese beiden schönen Springer sind weg. Er hat immer noch einen Bauern mehr. Vielleicht kann er Turm H6 oder Turm C6 spielen. So. Das Endspiel ist schwer. Aber vielleicht hätte ich das halten können, obwohl der Computer hier eher auf der Seite des Schwarzen ist. Diese Bauern, die sind einfach viel zu versprengt. Ich glaube, hier hat Schwarz wesentlich reellere Chancen. Deswegen schnell mit dem König ins Zentrum, König F3, Turm D4 von ihm. Und ich glaube, da hat er schon seinen Plan im Kopf gehabt. Ich spiele auf jeden Fall 13 Sekunden Vorschluss, Turm D7 und er C4. Der Computer schlägt hier Turm E5 vor, gefolgt von Springer F2 und H5. Ich kann es mal kurz aufs Brett bringen. H5, Turm schlägt D6, König F8. Ich stehe hier besser. Ich glaube, wenn das wirklich so gekommen wäre, hätte ich mir die Zeit jetzt genommen. Es gab nur eine halbe Stunde nach der Zeitkontrolle auf die Uhr. Dann, ja, hätte ich gute Chancen gehabt. Er spielt auf jeden Fall C4. Ich nehme den Bauern raus. Auch vollkommen in Ordnung für mich. Ich stehe gut. Ich habe jetzt auch einen Freibauern, den ich in Zukunft nutzen kann. Aber jetzt schleicht sich gleich ein großer Fehler ein,
Nämlich, ich dachte, Moment, Turm D3, wenn ich jetzt einfach Turm C6 spiele, dann kriege ich diese, pardon, Bauern doch weg. Am Damenflügel und dann sollte das doch eigentlich gut gewonnen sein. Und zumindest verliere ich das nicht mehr, wenn er sich hier kein Freibauern mehr bilden kann. Deswegen Turm C6. Ganz einfach wäre Turm schlägt H6 gewesen. C3, B schlägt, B schlägt. Gut. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass er sich hier mit C2 Vorteile erschleichen könnte. Deswegen Turm C6. Und er kommt erstmal nicht voran. F6, D6 könnte ich machen. Tja. Und ich muss mal durchsehen. 1, 2, 3, 4. Also ich überlege, ob man das in die Endspieldatenbank eingeben könnte, ob es da schon ein Ergebnis gibt, ob das Remis ist oder nicht. Ich glaube, für menschliche Spieler ist das schwer zu spielen. Besonders wenn dann auch wieder die nächste Zeit in oder Zeitnot im Nacken steht. Na gut, Turm C6 spielt, C3, B schlägt C3, B schlägt C3 und jetzt der Fehler, der die ganze Partie über Bord wirft eigentlich, Turm schlägt C3. Habe ich nicht gesehen. Die Antwort, die jetzt kommt, Turm E schlägt E3. Gut, er hatte da noch 10 Minuten auf der Uhr, ich hatte noch 20 Minuten auf der Uhr. Nach diesem Zug, ja gut, blieb mir nichts anderes übrig, musste den Turm nehmen. Turm schlägt C3 und jetzt habe ich überlegt, wie könnte ich das noch retten? Mein Trumpf ist der Freibauer und ja, der aktivere König. Trotzdem steht Schwarz hier besser. Wofür ich mich denn entschieden habe, nach 10 Minuten Bedenken, König E4. Ja, er spielt König G7. Ist vielleicht nicht der genaueste Zug, aber wir hatten jetzt auch schon, ja, langsam, aber sicher 4,5 Stunden gespielt. Da schwinden natürlich die Kräfte. König F8 sieht vielleicht zu passiv aus. Ich hatte da, glaube ich, Springer F5 geplant. Er kann den Bauern verteidigen. König E5, ich komme näher. Ja, und das sieht natürlich beeindruckend aus, diese aktiven Figuren von Weiß. Aber ich kann noch einen Moment weiterspielen, so wie der Computer es haben möchte. Turm H2, König D6, H5. G schlägt H5, Turm schlägt H5 und Springer D4. Das sieht ganz gut aus. König E8. Springer C6. Turm H1. Und was kann ich machen? Springer D4. Vielleicht kann ich irgendwie diesen Bauern noch abgreifen, dass das noch zum Remis wird. Aber wenn er genau spielt, dann reicht es auf jeden Fall nicht für mich. Springer F5. Vielleicht täuscht sich mein Computer auch und es ist wirklich Remis. König C6, Turm C1 Schach. Es kann Remis sein. Es schaut so aus, als macht der Computer zurzeit keinen großen Fortschritt. Springer D4, Turm D1, Springer C6, Turm D2. Oh Gott, das kann sich wirklich noch über Stunden ziehen. Ob es hier wirklich einen großen Vorteil für Schwarz ist? Moment, das prüfe ich kurz und dann bin ich gleich wieder da. Und da bin ich wieder in der Endspieldatenbank von Shredder. Tatsächlich, wie man hier sieht, man kann das Remis halten, aber wenn man die falschen Züge macht, dann ist das ganz schnell verloren. Also Springer C6, E7, Turm DC2. Tja, halt ganz normale Züge. Ich nehme jetzt einfach immer nur den besten Zug, der vorgeschlagen wird. Turm BA2, Springer E7, C6, Turm AB2, Springer 6, D8, König F7, G7, König D7. Ja, mein Bauer ist ziemlich nahe. Geht jetzt nicht eigentlich F6, F5? Einfach mal als Idee. D6, D7, Turm B2, C7, König C7, B7. Aha, das ist ja alles interessant hier. Okay, hier kann man viel drin lernen.
Wie gesagt, einfach mal bei Google Schreider-Chess Endspiel-Datenbank und dann kann man mit wenigen Figuren eine beliebige Stellung mit 6 oder weniger Steinen unten auf dem Brett, so wie es hier steht, kann man dann auflösen. Tja, ich hätte es vielleicht halten können, aber das wäre Heidenarbeit gewesen. Man kann in solchen Stellungen eigentlich nur verlieren. Aber okay, zurück zur Partie. War jetzt auch lang genug der Ausflug. Auf jeden Fall König E4, er spielt König G7 und jetzt folgt D6, mein Bauer marschiert. Der Turm geht zurück. König D5 und König F6. Und mein Glück ist jetzt, dass ich halt dieses Tempo auf den Turm gewinne. D7 und ich mit meinem König sofort nach D6 komme und verhindere, dass der König nach E7 kommt. Glücklich. So. Und jetzt ist diese Partie definitiv Remis. Denn jedes Mal, wenn ich den Bauern auf die Ziellinie tue, dann schlägt der Turm einfach. Und ja, mit einem Springer kann ich nicht matt setzen. Dieser König wird diesen Bauern auf G4 sich einverleiben. König G5, König E7 und jetzt König F4. Ein letzter Trick von ihm. Wenn ich hier mir eine Dame hole, dann nimmt er mit dem Turm, mein König nimmt und König schlägt die 3. Auf einmal ist die Stellung für Weiß verloren, auch wenn der König hier zurückkommt. König F4, König schlägt F7, ja, König G4, König G6 und der Bauer marschiert durch zur Dame und im allerletzten Moment gewinnt Schwarz denn doch. Ja, Springer F5 wird gespielt. 1 Minute 30 hatte ich dann, glaube ich, noch auf der Uhr. Er hat ein bisschen mehr. Er stand, glaube ich, bei 4 Minuten. Der Bauer wird genommen. Der Springer nimmt den Bauern auf H6 und der König geht auf H5 und wir haben uns auf Remis geeinigt. Der einfache Grund, wenn ich jetzt hier mir den Bauern auf F7 greife, dann kann er ganz einfach Turm A7 spielen und ich kann mich drehen oder wenden, wie ich möchte. Beliebiger Königzug, beliebiger Springerzug. Er schlägt einfach meinen Bauern raus. Und wie es hier so deutlich steht, Remis, zu wenig Material zum Gewinn vorhanden. Und die Partie endete Remis. Bis auf diesen einen großen Fehler war ich doch dann relativ zufrieden und glücklich, dass ich mich so gut gehalten habe gegen so einen starken Gegner. Und ich würde sagen, oder beziehungsweise ich werde es nochmal wiederholen, wer mir Partien schicken möchte, gerne, damit ich was lernen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!